Abwehr. Das ist. Dann jetzt mal, ich frage Sie, sagen Sie mal, Herr Herrich, müssen Sie mir eigentlich alles nachmachen? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, gehe ich zum Pferderennen, wollen Sie zum Pferderennen? Spiele ich Schach, wollen Sie Schach spielen und jetzt auf einmal Briefmarken sammeln? Oh, Herr Prey, jetzt haben wir uns aber zum ersten Mal so richtig missverstanden. Ich will nicht Briefmarken sammeln, ich wollte noch schnell zur Post ein paar Marken holen. Ich bin gar kein Philharmonist. Bitte, was sind Sie nicht? Viel Mist. Also diese Sammeln, diese Leute, diese... Philatelist! Jetzt geht das schon wieder los. Philatelisten sammeln Briefmarken und Philharmonisten... Sammeln keine Briefmarken. Philharmonisten sind Musiker und keine Briefmarkensammler. Also Moment, ich kenne Musiker, die sind Briefmarkensammler. Naja, das können Sie von mir aus nebenbei, ansonsten spielen Sie Geige oder Sie müssen Trompete blasen. Zum Briefmarkensammeln. Wieso denn zum Briefmarkensammeln? Ja, man sagt doch, es wird zum Sammeln geblasen. Oh. Bei der Jagd, bei der Jagd wird zum Sammeln geblasen. Auf einem Horn, ja. Das große Halali. Und wer bläst das? Die Halalisten. Die Hornisten. Die blasen nicht, die stechen. Ne? Das sind Hornissen. Ich rede jetzt von der Philatelie und das ist die Briefmarkenkunde. Ja, ja. Bitte? Die Briefmarkenkunde. Verzeihung, Herr Prall, es heißt der Briefmarkenkunde, aber ist ja egal. Es heißt die. Ja, die Briefmarkenkundin. Das. Nein! Ach, also müssen wir uns denn schon wieder streiten? Wir brauchen es überhaupt nicht zu streiten. Ja, und außerdem sammeln Sie auch gar nicht. Oh, was denken Sie, was ich alles sammle? Na, 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 wenn ich Sie so ansehe, was sammeln Sie denn schon? Nur wenn ich Sie so ansehe, da fällt es mir direkt ein, Flaschenlumpen Altpapier. Bitte! Ich wollte ja sagen, dass... Ich rede jetzt vom Briefmarken sammeln. Ah ja. Bitte, und was brauchen Sie dazu? Na, Briefmarken. Ja, was noch mehr? Noch mehr Briefmarken. Also. Dazu brauchen Sie sogar ganze Sätze. Sätze? Sätze? Sätze. Sätze, ja, ja. Na ja, kennen Sie Sätze? Ja, natürlich kenne ich Sätze. Na wunderbar, dann nennen Sie mir doch mal einen Satz. Nennen? Nennen. Einen Satz? Einen Satz. Ich? Ja, einen Briefmarkensatz. Ein Briefmarkensatz. Ein Satz mit Briefmarken. Die Briefmarken kleben schlecht. Das ist zum Beispiel... Ich meine doch das Motiv. Ja, vielleicht schlechte Gummierung, oder? Das Motiv ist das Bild auf der Briefmarke. Jede Briefmarke hat ein Bild. Bitte, was ist da drauf? Na, da ist nur verschiedenes. Na, Gemälde, ja. Blumen, richtig. Vögel. Ach, was erzähle ich denn lange? Ich habe ja mein kleines Tauschbüchlein bei mir. Nein. Schauen Sie es an, sind Sie bestens informiert. Ach, das war zauberhaft, der Freie, die schönen, großen, bunten Marken. Was? Hier vorne ist ja gleich eine Schar Vögel. Bitte, was ist das? Eine Schar Vögel? Das ist ein Satz Vögel. Ja, ja. Bitte? Das ist ein Satz Vögel. Ja, ja, ist eine Schar Vögel und das hier ist ein Vogelsatz. Ist ein Vogelsatz? Ein Vogelsatz. Da müssen wir das Lied ändern, nicht? Das ist... Was denn für ein Lied ändern? Amsel, Drossel, Fink und Spatz und der ganze Vogelsatz. Ach, so ein dummes Zeug! Hier, schauen Sie her. Sehen Sie mal. Ja. Das sind doch besondere Vögel. Ach, das sind besondere Vögel. Ja, besondere Vögel, wie zum Beispiel dieser hier. Was ist das? Das ist eine Brieftaube. Das ist keine Brieftaube, das ist ein Wanderfalke. Ach, ein Wanderfalke. Ein Wanderfalke, ja. Und was ist das Besondere an ihm? Der fliegt nicht, der wandert. Das Besondere ist sein Ruf. Ah ja. Was ruft er? Was kann der rufen? Das Wandern ist des Müllers Lust. Oder? Der Ruf, passen Sie auf, ich zeige es Ihnen. Bitte? Entschuldigen Sie, ich hab's nicht ganz verstanden. Was ruft er? Also nochmal. Ja. Sie wandern auch viel. Na? Das ist ein Raubvogel, genau wie dieser hier. Aber das ist eine Brieftaube. Das ist keine Brieftaube, das ist eine Schleiereule. Drum. Was heißt denn drum? Nicht zu erkennen, so verschleiert, ne? Bitte, was ist das? Brieftaube? Nein, das ist eine Turteltaube. Turteltaube? Eine Turteltaube, ja, und das ist eine Holztaube. Ach, und hier unten ist eine Tontaube. Das... Tontauben sind doch zum Schießen. Ja, zum Schießen, ja, ja. Ja, darum sagt man ja auch Lachtaube. Nein, 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 nein. Lachtauben, das sind Türkentauben. Türken? Türkentauben sind sie. Und das ist eine Rasse, die ist besonders schwer zu züchten. Ach. Ja. Was brauchen Sie dazu? Ein Türken. Ein Pärchen. Zwei Türken, das ist ja klar. Dazu brauchen Sie erst einmal eine männliche Taube. Und diese männliche Taube, die nennt man... Vielleicht Sultan. Ach Mensch, es geht doch mal! Tauber! Ja, Tauber kenne ich. Richard Tauber. Nein, Richard Tauber war ein Sänger, aber den Tauber, den ich meine, das ist... Ein Singvogel. Ach, eine Taube singt doch nicht. Eine Taube... Gurt. Gurt. Gurt? Ja, nun nehmen Sie Ihre beiden Tauben. Gurt. Gurt und Richard und den... Ihre beiden Türkentauben geben Ihnen erstmal was zu fressen. Ja, türkischen Honig.
Bohnen, Erbsen, Linsen. Kenn ich aus dem Märchen, Herr Breiter. Hacken die Täubchen die Guten ins Töpfchen und die Schlechten irgendwo anders hin. Kennen Sie das? Moment, Moment. Sie kennen Märchen? Kennen jedes Märchen, wenn Sie mal eine Frage haben? Oder? Nee, wunderbar. Wenn Sie schon mal zur Post gehen, bitte, dann bringen Sie mir doch meine Märchenmarken mit. Ich sammle doch Märchenmarken. Nichts leichter als das. Ich gehe zur Post auf Wiedersehen. Moment, Moment. Was denn nun? Kleiner Hinweis. Das sind nämlich Sondermarken. Sondermärchen. Markenmärchen. Sondermarkenmärchen. Also, Sie bringen doch wieder alles durcheinander. Muss ich dann immer alles von vorn und ganz primitiv erklären? Ja, anders bin ich es ja von Ihnen nicht gewohnt. Na, also bitte. Also gut, dann mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Dann bin ich jetzt mal der Postangestellte und Sie sind der Briefmarkenkunde. Ach, das ist schön. Warum? Wieso? Ah, wir spielen Post. Ja, natürlich. Ich hab's geahnt, ja. Damit ja. Sie sich nicht blamieren. Ist ja völlig klar, Herr Breit. Nur eine Bitte, wenn wir Post spielen, dürfte ich der Postangestellte sein und Sie sind der Briefmarkenkunde? Bitte, warum denn umgekehrt? Ja, warum umgekehrt? Ja, da lerne ich doch viel mehr von Ihnen. Ah, Sie wollen was lernen? Na, klar. Na wunderbar, Sie werden was lernen das jetzt. Das kann ich mir nicht. Wir gehen mal zu diesem Tisch hier. Ja, gern. So, bitte sehr. Ich gehe zum Stuhl, ja? So, bitte sehr. So, jetzt frage ich Sie, Herr Hecht, was ist das? Das ist ein Tisch. Nein, das ist kein Tisch. Das ist jetzt ein Schalter. Ja, aber auf der Post. So ist es, ja. Der Postangestellte sitzt... Ach, der war Posträuber, oder? Ist alles, alles klar? Also ich bin der Postangestellte, Sie sind der Kunde. Jawohl. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir spielen Post. Ja. Hier ein Briefmarkenbüchlein, da haben Sie Marken drin zum Spiel. Ja, dann gebe ich Ihnen das hier noch. Moment mal. Hier, bitteschön. Ach nee, brauchen Sie ja gar nicht. Ein Monokokel. Das ist... Das ist ein Vergrößerungsglas und das hat jeder Sammler bei sich. Ach, das ist ein Vergrößerungsglas? Das ist ein Vergrößerungsglas. Damit kann man vergrößern. Damit müssen Sie sogar vergrößern. Und was vergrößern Sie damit? Na, vielleicht zunächst mein Gehalt. Damit betrachtet man die Marken. Damit betrachtet man die Marken, das werde ich mal machen. Na, was denn? Nur nicht mich. Ja, ich wollte nur mal sehen, was für eine Marke auf meine Post kommt. Na? Alles klar, Herr Prey, wir spielen Post. Ich bin der Postangestellte, Kunde, es geht Und los. Der Kunde kommt jetzt rein durch eine Tür. So ist es. Herr Prey, Moment, ist doch gar keine Tür da, das geht Doch nur angenommen. Ach so, ja. Vorsicht, Stufe. Ist doch gar keine Stufe da. Doch nur angenommen, ne? Also noch einmal. Noch ich komme noch mal. Ja, nach sein Kommen und Gehen hier, es muss die Hauptpost sein, oder? Ich komme jetzt. Wird auch Zeit, wir schließen gleich. Sagen Sie mal, vielleicht kommen Sie mir etwas höflicher entgegen. Gut, ich komme Ihnen auch entgegen. Sie doch nicht! Ach. Sie bleiben hinter Ihrer Scheibe. Das. Bitte, wo bleibe ich? Hinter Ihrer Scheibe. Ich habe eine Scheibe. Ach, was? Der Schalter hat eine Scheibe und das ist das Schalterfenster. Ach, hier ist ein Fenster. Jawohl. Herr Paar, das werde ich am besten erstmal öffnen. Ich fürchte, es gibt bald dicke Luft. Brauchen Sie nicht zu öffnen, es hat noch ein Loch. Ach, schon kaputt. Ja. Das ist ein Sprechloch. Ja, ja. Bitte? Ein Sprechloch. Hier ist das Schalterfenster, hier ist das Loch und dadurch wird gesprochen. Ach, dadurch wird... Alles klar. Dann komme ich jetzt rein? Ja. In Ruhe und ohne Aufregung? Ist ja völlig klar. Gut, in Ordnung. Ich komme jetzt. Wir spielen Post. Na, warte. Entschuldigen Sie, mein Loch war noch geschlossen. Kann ich denn endlich meine Marken bekommen? Also nun mal bitte nicht in diesem Ton und stellen Sie sich erst mal hinten an. Bitte, was ist los? Haben Sie noch nie eine Post gesehen mit einer Schlange? Ist doch keine richtige Post. Nee, ist ja auch keine richtige Schlange. Ach, bitte! Ich habe gesagt, in Ruhe und ohne Aufregung. Das Ganze nochmal. Nochmal. Jawohl, nochmal. In Ruhe jetzt. Ja. Guten Tag. Ja, das hatten wir schon. Das ist... Sie werden verzeihen. Ich verzeihe alles, was Sie wollen. Ich habe festgestellt, mir fehlt etwas. Also, Herr Peil, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe schon lange festgestellt, dass Ihnen was fehlt. Bitte! Hey, bitte! Kann man hier, hier bitte! Oh. Hier. Bitte, ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Ja, bisschen spät, nicht? Sag mal, verstehen Sie mich denn nicht? Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Also Herr Pei, bis hierhin ist alles klar. Ich muss Sie nur darauf aufmerksam machen, hier ist die Post und nicht der Klapperstorch. Das ist doch ein Märchen. Ja, warum erzählen Sie es mir dann? Hat Ihre Großmutter denn früher nie Märchen erzählt? Nein, hat nie Märchen erzählt. Hat nie Märchen, nie erzählt. Märchen erzählt? Nie, nie. Ja, warum denn nicht? Hat die Märchen immer vorgelesen. Na gut, schön, hat sie da nicht Brüderchen und Schwesterchen vorgelesen? Nein, immer nur mir, ich war ja ein Einzelkind. Verrochenes,
Dann nehmen Sie doch das Büchlein, schauen Sie rein. Hier ist doch alles drin. Bitte, was ist das? Oh, Briefmarken. Ja, das ist Brüderchen und Schwesterchen. Und das ist ein Märchen von Grimm. So, und so. Wer ist das da hinten? Das ist Frau Grimm. Wie kommen Sie denn darauf? Guckt so grimmig. Das ist Ihre Mutter. Das ist doch nicht meine Mutter. Ach was, nehmen Sie auch das Vergrößerungsglas und vergrößern Sie. Die Mutter, jetzt wird sie groß. Das ist ja eine Großmutter. Na, Vorsicht! Was denn nur wieder? Nehmen Sie doch den Daumen da weg. Warum denn? Sie verletzen sonst die Zähne. Wen bitte? Die Zähne. Ach, von der Großmutter. Nein, die Zähne außen herum. Die Großmutter hat die Zähne außen herum. Falsch! Hat falsche Zähne, ist ja klar, ja. Ich meine doch die Zacken. Die Großmutter hat Zacken. Die Briefmarke hat Zacken und diese Zacken nennt man Zähne. Die Zähne nennt man Zacken, so ein Blödsinn. Kommen Sie mal zum Zahnarzt und sagen, ich habe Zackenschmerzen. Soll ich spielen wir hier eine Post oder nicht? Jetzt spielen wir Post. Na also, kommen wir endlich zur Sache. Zur Sache? So, ich habe hier einen Brief. Zur Sache, eine Drucksache. Nein. Nein. So ein ganz gewöhnlicher Brief. So, was steht denn drin? Ich meine hier. Den habe ich doch geschrieben. Da müssen wir wissen, was drin steht. Das interessiert doch niemanden. Ach, das interessiert gar niemanden. Da braucht man einen Brief ja gar nicht abzuschicken. Auf Wiederschauen. Also den Postangestellten interessiert nur die Adresse, sonst nichts. Moment, stopp, jetzt muss ich mal unterbrechen. Wie war das? Den Postangestellten interessiert nur die Adresse. Nur die Adresse. Sonst nichts. Sonst nichts. Nur die Adresse. Nur die Adresse. Sonst nichts. Naja. Alles klar, wir können anfangen. Na bitte. Kann richtig. Na los. Ja, was denn noch? Na frankieren. Ah, nach Frankreich. Nein, Herr Luftpost. Oh, Luftpost ist sehr schlecht, Herr Breil. Wir haben im Moment überhaupt keine Brieftauben. Ach, Mensch, Sie. Doch nicht mit Brieftauben. Wir, Sie haben recht, hier, Ihr Wanderfalke, der macht das auch. Meine guten Marken. Warum kleben Sie die auf die Rückseite? Oh, ja, das ist gleich für den Rückflug. Ne? Sag mal, ist denn das so schwer? Ja, viel zu schwer, weil das hat Übergewicht, das wird der Wanderfalke gar nicht schaffen. Dann nehmen wir hier noch Ihre Eule dazu. So, Schluss, aus, raus. Schluss, aus, raus. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man das macht. Bin ich aber sehr neugierig. Können Sie auch. Haben Sie zufällig einen Brief bei sich? Nein, ich habe zufällig keinen Brief bei mir. Ich wollte nämlich zur Post mit einer Postanweisung. Ich wollte zur Post mit einer Postanweisung über 100 Mark. Ja, nehmen Sie eine Postanweisung, geht ja auch. Ach, das geht auch. Das ist ja schön. Wieso, warum eigentlich? Ach, jetzt sind Sie der Postangestellte? Ja. Und ich bin der Kunde? Ja. Ah ja, dann komme ich jetzt rein. Dann kommen Sie doch endlich. Herr Breil, noch eine Frage vorher. Wie war das? Den Postangestellten interessiert nur die Adresse? Richtig. Sonst nichts? Richtig. Ich komme. Ich habe gesagt, Sie lernen was von mir. Kommen Sie rein. Sehr schön. Guten Tag. Guten Tag. Na? Guten Tag, Herr Brieföffner. Na. Wie nennt man mich? Sie alter Postsack. Ich habe hier eine Postanweisung habe ich hier über 100 Mark. Na, möchten Sie sich eine Märchenmarke drauf haben? Ach was, wieso? Und welche zum Beispiel? Stumpelrilschen oder irgendwie. Rumpel. Moment mal, das ist ja an mich adressiert. Ja eben drum, Herr Ball, ich wollte Ihnen endlich die 100 Mark zurückschicken, die Sie mir neulich geliehen hatten. Da wollte nicht zurückschicken, geben Sie mir gleich hier. Finger weg! Den Postangestellten interessiert nur die Adresse, sonst nichts. Halt!